Wir haben ja das letzte Mal gesehen, wie wir anhand der mit Hilfe der Transformationsmatrix einen Vektor endgültig definieren können, nämlich Vektor ist eine Größe, die sich bei der Transformation von einem orthogonalen Koordinatensystem auf ein anderes genauso verhält, wie wir es hier durch diese Gleichungen 1,40 und 1,41 ausgedrückt haben. Genauso haben wir dann gesehen, ein Skalar ist eine Größe, die in jedem Koordinatensystem die gleiche Darstellung hat, unabhängig von der Orientierung des Koordinatensystems. Und um jetzt hier den Einstieg zu machen in die heutige Forschung, zeigen wir zunächst mit Hilfe dieser Beziehungen, die wir kennengelernt haben, dass das Skalarprodukt zwei Vektoren tatsächlich unabhängig von der Art, von der Orientierung des Koordinatensystems ist. Dazu gehe ich zunächst aus von einem Skalarprodukt zwischen zwei beliebigen Vektoren a und b, also jeweils der Vektor a und der Vektor b erfüllt die Transformationsbeziehung, die wir gerade gesehen haben, dass der ai transformiert sich derart, dass das gleich a i a k Strich ist, und das gleiche gilt ebenfalls für den Vektor b. Gut, das Skalarprodukt dieser Vektoren in Koordinatenschreibweise ergibt ja dann eben a i b i, und jetzt setze ich für a i hier diese Transformationsgleichung ein, steht hier r i k a k Strich. Für bi setze ich ebenfalls ein r i. Jetzt muss ich nur aufpassen. K wird hier bereits als Summationsindex verwendet. Hier in dieser zweiten Gleichung hier muss ich ja entsprechend einen anderen Summationsindex verwenden, zum Beispiel l. IL und dann entsprechend BL Strich. Schreiben wir die Gleichung noch einmal anders hin, indem ich die beiden Transformationsmatrizen hintereinander hinschreibe, also RIK, RIL, AK Strich, BL Strich. Dieser Ausdruck, wenn Sie sich erinnern an die letzte Stunde, Produkt zweier Transformationsmatrizen, ergibt, weil diese orthogonale Matrix ist, das Kronecker-Delta. Aufpassen, hier wird über i summiert. Das heißt, es bleibt über Delta KL. Schreiben wir es noch einmal hin. Delta L AK Strich BL Strich. Bei dieser Summe, zum Beispiel, ich schaue mir jetzt die Summe über K an. Das Kronecker-Delta fällt dann weg und verschwindet sozusagen und wandelt mir den Index K in ein L um. Ergibt sich ein AL BL, und damit habe ich schon das Ergebnis, das ich haben wollte, nämlich das Skalarprodukt, unabhängig davon, in welchem Koordinatensystem ich es ausführe, ergibt immer die gleiche Zahl. Und damit ist gezeigt, dass das Skalarprodukt diese Größe ist, ein Skalar nach der Definition, die wir gerade getroffen haben. Gut, wie schaut es jetzt aus mit Tensoren höherer Stufe? Das behandeln wird im Skriptum im Kapitel 1.1.7 behandelt, wo zunächst einmal die Definition getroffen wird, was eigentlich ein Tensor zweiter Stufe ist, also Definition von Tensoren zweiter und höherer Stufe. Was ist ein Tensor zweiter Stufe? Am besten führen wir jetzt einen Tensor zweiter Stufe ein über das tensorielle oder auch das direkte Produkt zweier Vektoren.
kann man, gibt verschiedene Notationen, wie man das in symbolischer Art und Weise definiert. Zum Beispiel kann man das so geben. Das tensorielle Produkt zweier Vektoren jedenfalls ist definiert folgende Art und Weise. Bekommen, also zwei Indizes ist nämlich die Darstellung des Vektors a in einem Koordinatensystem 1, 2, 3 multipliziert mit dem Darstellung des Vektors b, wobei eben i 1, 2, 3 nimmt und k ebenfalls 1, 2, 3. Das heißt, das ist nichts anderes als eine 3 mal 3 Matrix, das dann eben einen Tensor definiert. Beziehungsweise, du definierst jetzt einfach mal eine Matrix. Und als Tensor bezeichnen wir es dann deshalb, weil, wenn wir uns jetzt das Transformationsverhalten von TIK anschauen, ja, wie komme ich auf das Transformationsverhalten? Jetzt muss ich jetzt hier wieder einsetzen. Für AI setze ich ein, wie wir es hier oben gemacht haben, RIK. K ist natürlich jetzt schlecht, Assumptionsindex zu wählen, dann ist RIN zum Beispiel, RINA-N', dann brauche ich auch noch ein BK, das transformiert sich wie ein RKM-BM, setzt die beiden Größen hier ein. Und erhalte dann ein RIN, AN' und ein RKM, BM', beziehungsweise schreiben wir das jetzt noch einmal neu hin mit RIN, RKM, AN', BM'. Die Größe, die jetzt hier steht, das ist nichts anderes als die, sind die, das fasse ich auf aus den Koordinaten dieses Tensors im gestrichenen System, also ein TNM'. Und schreibe es noch einmal hin. Ich hoffe, es geht sich jetzt hier noch aus. TNM'. Und damit haben wir uns hergeleitet, wie ein Tensor zweiter Stufe transformieren soll von einem Koordinatensystem auf gestrichenen aufs ungestrichene System. Ja, also es taucht jetzt hier diese Transformationsmatrix zweimal auf. Beim Tensor erster Stufe, beim Vektor, taucht sie einmal auf, die Transformationsmatrix, und beim Skalar taucht sie nullmal auf. Ja, deswegen können wir sagen, daher kommt auch die Bezeichnung Skalar ist gleich Tensor 0. Stufe. Wir haben also entsprechend 3 hoch 0 Zahlen, brauchen wir, um den auszudrücken. Und in dem Transformationsgesetz taucht die Transformationsmatrix 0 mal auf, weil es eben ein Skalar, eine Invariante ist, im Vektor. Ist ein Tensor erster Stufe, charakterisiert in R3 durch 3 hoch 1 gleich 3 Zahlen, und die Transformationsmatrix taucht einmal auf. Ein Tensor zweiter Stufe, ja, ein Tensor zweiter Stufe ist charakterisiert durch 3 hoch 2, also 9 Zahlen. Und im Transformationsgesetz taucht auch Transformationsmatrix zweimal auf. Entsprechend definieren wir dann einen Tensor der n-ten Stufe, also eine Größe, die durch 3 hoch n Zahlen ausgedrückt ist. Und diese Transformationsmatrix taucht dann in diesem Transformationsgesetz n mal auf. Genauso wie wir einen Vektor vom Gestrichenen ins Ungestrichene
und umgekehrt transformieren können, können wir natürlich auch das Transformationsgesetz in der anderen Richtung angeben. Schauen wir uns das am besten im Symptom an. Für den Tensor zweiter Stufe zunächst einmal. Hier haben Sie noch einmal die Zusammenfassung in der Gleichung 1,43, die ich gerade jetzt hergeleitet habe. Vom gestrichenen aufs ungestrichene System komme ich, indem ich jetzt hier diese zweimal die Transformationsmatrix habe, RINRKM. Über M und M, N und M wird summiert. Und wenn ich die Transformation in die andere Richtung habe, dann dreht sich hier die Reihenfolge der Indizes in der Transformationsmatrix um. Also hier steht wieder DIK', DNM, aber die Reihenfolge der Indizes hier in den Transformationsmatrizen hat gedreht. Summiert wird wieder auf der rechten Seite über beide Größen N und M. Das heißt eigentlich, wenn uns Einstein nicht die Schreibarbeit abnehmen würde, würde hier eine Doppelsumme über N und M stehen in beiden Gleichungen. Gut, die Herleitung haben wir gerade gesehen. Machen wir vielleicht jetzt ein kleines Rechenbeispiel. Das machen wir jetzt hier in der Tafel sozusagen. Füllen wir gleich eine neue Seite ein. Also, was hier zu tun ist, hier ist eine Transformationsmatrix gegeben. Ja, die beschreibt eben den Übergang von einem Koordinatensystem, von einem ungestrichenen zum gestrichenen Koordinatensystem und umgekehrt. Und wir haben einen Vektor gegeben im gestrichenen System und wir haben einen Tensor gegeben im gestrichenen System. Und was wir uns ausrechnen wollen, sind die Koordinaten des Vektors und die Koordinaten des Tensors im ungestrichenen System. Beginnen wir mit dem Vektor. Brauche ich folgenden Zusammenhang, nämlich um den Vektor im ungestrichenen System auszurechnen, können wir auch schon im Skriptum, die Gleichung 1,40 war das, ergibt mir also die ith Koordinate des Vektors v im ungestrichenen System, ergibt sich zu RIK VK Strich. Ja, das in der Form, wie es hier steht, ist schon genau eine Matrix-Vektormultiplikation. Das heißt, ich kann das für die Rechnung jetzt hier, diese Matrix einfach anschreiben, in der Form, wie sie hier gegeben ist. Schreibt das hier einfach. Wurzel 3 halbe 0 und 0, 0, 1 und multipliziere diese Matrix ganz einfach mit dem Vektor v im gestrichenen System, also 0, minus 1, 3. Wie man so eine Matrix-Vektor-Multiplikation ausfüllt, sollte Ihnen klar sein. Zeilenvektor mal Spaltenvektor wird hier immer skalar multipliziert, ergibt dann hier minus ein, also gibt einmal 0, dann haben wir hier plus ein halb, die zweite Zeile, nur der Komponente fällt wieder weg, dann die zweite Zeile ergibt ein halb mal 0 ist 0 plus Wurzel 3 halbe mal minus 1 ergibt minus Wurzel 3 halbe und letztlich die dritte Zeile hier 0, 0, 0, minus 1 ergibt 0, bleibt also nur der Dreier hier übrig. Damit haben wir also die Koordinate des Vektors v im ungestrichenen System berechnet. So, wie schaut das jetzt für die Transformation des Tensors zweiter Stufe aus? Dazu schauen wir auch im Skriptum noch, das ist in dem Fall die Formel 1,43, die wir hier brauchen. Da steht dann nämlich, dass das TIK, wir kennen das TIK' ist ja gegeben. Ja, das TIK erhalten wir, indem wir RINRK M und multiplizieren mit DNM Strich. Ja. Gut, um das jetzt hier in der Praxis auszurechnen, geht man am besten so vor, dass man das als Matrix-Matrix-Multiplikation schreibt. Ja. Dazu
muss ich nur aufpassen, am Ende bekomme ich ja hier eine Matrix mit Indizes i und k raus. Das muss auf der rechten Seite ebenso sein. Das r, i, n passt schon so in der Reihenfolge. Dann schreibe ich mir hier das t, n, m'. Ich möchte jetzt hier zwei benachbarte gleiche Indizes stehen haben, damit ich das als Matrix-Multiplikation auffassen kann. Und damit ich das gleiche jetzt hier für die weitere Transformationsmatrix habe, muss ich die jetzt hier an der Stelle hinschreiben, möchte aber hier k und m vertauschen. Dabei muss ich dann natürlich das noch die Transponierte dieser Matrix verwenden. Und damit habe ich jetzt hier dieses gesuchte Ergebnis zurückgeführt auf die Multiplikation von drei Matrizen. Ja, schreiben wir uns diese drei Matrizen an. Erste Matrix kann ich von oben abmalen, das ist RIN, also Wurzel 3 halbe minus 1 halb 0, 1 halb Wurzel 3 halbe 0, 0, 0, 1 mal. So, die zweite Matrix ist jetzt die gegebene Darstellung des Tensors im gestrichenen System. Male ich auch von der Angabe ab, das ist also 1 minus 1, 0, 0, 1, minus 1, minus 1, 0, 1. Und jetzt kommt noch die dritte Matrix, die ich hier brauche. Und jetzt brauche ich die transponierte Matrix, das heißt Zeilen und Spalten vertauschen. Das heißt, ich schreibe diese erste Zeile vielleicht einmal als Spalte. Also Wurzel 3 halbe minus 1 halb und 0. Dann kommt die zweite Zeile als zweite Spalte 1 halb Wurzel 3 halbe 0. Letztlich die dritte Zeile als Spalte geschrieben, ergibt 0, 0, 1. Gut, der weitere Verlauf der Rechnung ist nicht schwierig, nur etwas mühsam. Und ich empfehle Ihnen, diese Rechnung jetzt hier am Blatt Papier langsam und Schritt für Schritt zu machen. Sie finden im Skriptum auch einen Zwischenschritt, in dem ich nämlich zunächst diese beiden Matrizen miteinander multipliziert habe, das Ergebnis dieser Multiplikation dann mit der dritten Matrix multipliziert habe. Ich erspare hier diese etwas mühsame Rechnung. Am Ende kommt dann das folgende Ergebnis raus. Hier steht 1 Viertel mal 4 plus Wurzel 3 minus 3 Viertel und 1 halb. Zur Kontrolle dann für Sie 1 Viertel 1 minus Wurzel 3 Viertel kommt hier raus und minus Wurzel 3 halbe in der zweiten Zeile und die dritte Zeile ist dann minus Wurzel 3 halbe, minus 1 halb und 1. Ja, also das ist jetzt nur mehr Rechnerei, bei der man sich gegebenermaßen wahrscheinlich auch einmal verrechnen kann. Entscheidend ist aber hier, dass man erkennt, dass man hier dieses Transformationsgesetz durch einmal Transponieren dieses Transformationsmatrix in einem Produkt von drei Matrizen umschreiben kann. Gut, nach dieser konkreten Rechnung für dieses Anwendungsbeispiel da hier, wo wir gesehen haben, wie sich ein Tensor zweiter Stufe konkret transformiert, zeige ich Ihnen jetzt hier, das geht sich da hier noch aus, dass das Kronecker-Delta, das wir bereits und mehrfach verwendet haben, Delta I K, dass das ein Tensor zweiter Stufe ist. Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Da muss eine Größe sein, die durch 3 mal 3, also 9 Zahlen dargestellt ist. Und das ist ja zweifellos der Fall mit der Definition, dass das
entspricht der Einheitsmatrix, ja, nämlich Delta IK ist gleich 1 für IK und 0 für I ungleich K. Und zwar muss das in jedem Koordinatensystem gelten. Also wenn ich jetzt in ein gestrichenes System gehe, dann hat das Kronecker-Delta auch dort genau die gleiche Darstellung. Dass dem jetzt tatsächlich, dass es tatsächlich so ist, starte ich vielleicht im gestrichenen System Delta IK Strich einmal und schaue mir jetzt an, wie schaut denn allgemein das Transformationsverhalten eines Tensors aus. Dazu muss ich im Prinzip die gleiche Transformationsgesetz wie hier verwenden, nur muss ich jetzt die Indizes umdrehen von der Transformationsmatrix RNI. Ein RMK Delta NM. Das ist allgemein das Transformationsgesetz eines Tensors zweiter Stufe. So, jetzt benutze ich die Eigenschaft des Kronecker-Deltas, nämlich hier wieder summiert über N und M wird summiert. Schauen wir zum Beispiel an die Summe über N. Dann verschwindet das Kronecker-Delta und anstelle des n steht dann der Index m. RM I R K. Was jetzt aber hier steht, ist nichts anderes als die Orthogonalitätsrelation der Transformationsmatrix, nämlich diese Summe über m führt dann dazu, dass hier ein Kronecker-Delta IK stehen bleibt. Und damit habe ich gezeigt, die Anwendung des Transformationsgesetzes auf das Kronecker-Delta stimmt, lässt das Kronecker-Delta unverändert und damit ist gezeigt, dass das Kronecker-Delta tatsächlich ein Tensor zweiter Stufe darstellt. Wie schon erwähnt, können wir auch Tensoren höherer Stufe definieren über das Transformationsgesetz. Zum Beispiel definieren wir einen Tensor dritter Stufe folgendermaßen. Wir können also zum Beispiel sagen, ein Tensor dritter Stufe kriegt also dann drei Indizes, del i, j, k. Können wir zum Beispiel uns denken als Produkt dreier Vektoren, also sowas wie AI, B, J, C, K. Und wenn wir einen Tensor so definieren, dann folgt daraus unmittelbar, dass das Transformationsgesetz, wenn wir jetzt für jeden dieser Vektoren das Transformationsgesetz einsetzt, dann folgt daraus, dass das Transformationsgesetz dieses Tensors dritter Stufe folgende Form annimmt, nämlich ein RIL. Dann kommt ein RJ, neuen Index, M und einen RKN. Und hier steht dann der Tensor dritter Stufe im gestrichenen System mit den Indizes L, M und N. L, M und N. Also jede Größe, die sich so transformiert, nennen wir Tensor dritter Stufe. Und die Umkehrung dieser Transformation schaut ganz analog aus. Nehmen wir jetzt wieder I, J, K, Strich. Das Einzige, was ich beachten muss, ich muss jetzt hier die Indizes Matrix vertauschen, also R, L, I, R, M, J und R, N, K und hier steht ein L, M, N. Das sind, wenn Sie im Skript nachschauen, die Gleichungen 1,45 und 1,46, die Transformation eines Tensors dritter Stufe definieren.
schaue mal im Skriptum nach, ob das auch richtig so ist. Genau, das sind diese beiden Gleichungen. Und wir halten also fest, ein Tensor dritter Stufe wird also durch drei Zahlen, durch 3 hoch 3, also 27 Zahlen in einem Koordinatensystem festgelegt und durch diese Transformationseigenschaften und erfüllt diese Transformationseigenschaften. Ein Tensor höherer Stufe, allgemeiner Stufe, n-ter Stufe, darunter verstehen wir es also als eine Größe, eine physikalische oder mathematische Größe, wenn sie folgende Eigenschaften besitzt: In jedem Koordinatensystem sie durch 3 hoch m Zahlen oder Koordinaten definiert. Und zwischen den zwei beliebigen orthogonalen Koordinatensystemen definierten Koordinaten, und jetzt brauche ich natürlich jetzt hier m-Indizes, damit ich das notieren kann, kriegt der Index einen Index, ja, also ti1, ti2 bis tim. Und einem gestrichenen System besteht jetzt die folgende Beziehung. Das ist jetzt nur etwas mühsam, das anzuschreiben. Also jedenfalls habe ich jetzt hier ein ti1, ti2, tim, also m-Indizes. Und dann kommen m-Transformationsmatrizen mit den Indizes ri1, rk1, ri2, rk2 bis hin zu rim, rkm und dann der Tensor m-ter Stufe im gestrichenen System mit den Indizes k1, k2 bis km. Das wäre die Gleichung 1,47. Ein Tensor m-ter Stufe in der anderen Richtung transformiert, schaut ganz ähnlich aus. Der Unterschied ist nur, wiederum in den Transformationsmatrizen, verdammt, muss ich hier die Indizes entsprechend tauschen. Damit bin ich mit dieser Stunde auch schon wieder fertig und wir wenden uns das nächste Mal dem Vektorprodukt zu, das wir mit Hilfe kurze Vorschau mit Hilfe des Tensors, des Epsilon-Tensors oder dem Levi-Civita-Symbol definieren. Dieser Epsilon-Tensor stellt eben einen Tensor dritter Stufe dar. Aber dazu eben das nächste Mal dann beim Thema Vektorprodukt ausführlich.